In diesem kurzen Video möchte ich euch ein paar Beispiele zum Thema Bildaufbau zeigen. Die Auswahl erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit noch auf akademische Korrektheit. Ich möchte einfach ein paar Anregungen geben, bei der Gestaltung von Bildern genauer hinzuschauen. Auch wenn der wilde Wein eine lebhafte Ranke ist, überwiegt auf diesem Foto die Waagerechte. Das Bild ist horizontal gestaltet. Mauer, Weinranke und im Hintergrund das Grün der Bäume. Die Waagerechte bringt Ruhe und Harmonie ins Bild. In diesem Foto dominieren die senkrechten Linien der Häuser. Sie stoppen unseren Blick, sie engen ein. Noch drastischer wäre es, wenn das Foto zusätzlich im Hochformat aufgenommen wäre. Das große Gefäß auf seinem Sockel in weißem Stein kontrastiert mit dem kräftigen Grün und den dunklen Schatten der Bäume. Die einzige andere relativ helle Fläche ist auch aus Stein, nämlich der Weg, der quer durchs Bild führt. Nimmt man Skulptur und Weg zusammen, ergibt sich ein gespiegeltes L. Der Stamm des großen Baumes hinter der Skulptur verstärkt die Senkrechte, sein Schatten ergänzt die Waagerechte. Der Blick in eine alte Kirche entlang des Mittelganges, aufgenommen in einem kleinen alten Ort in Südfrankreich. Wie von selbst hat sich hier eine Kreuzform im Zentrum des Bildes ergeben. Mittelgang, Altar und die Wand dahinter wirken als Senkrechte. Die Holzvertäfelung des Chorgestühls oder auch die darüber liegenden Verzierungen zusammen mit den Leuchtern bilden die Waagerechte. Das rostige Eisengeländer hebt sich kontrastreich vom Türkis des Meeres ab. Hier kann man die Zentralperspektive gut erkennen. Die schrägen Linien streben auf einen gedachten Fluchtpunkt zu. Diagonalen bringen Bewegung ins Bild. Unsere gewohnte Leserichtung von links nach rechts lässt das Geländer scheinbar von uns weglaufen. Der Drache im Schlossgarten in Veitshöchheim in Franken bildet hier eine Diagonale von links oben nach rechts unten. Durch diese Richtung der Diagonalen scheint er sich auf uns zuzubewegen, auch wenn er in Stein gemeißelt nicht von der Stelle kommt. In Sassnitz auf Rügen verbindet seit 2007 diese geschwungene Hängebrücke den Hafen mit dem Stadtzentrum. Geht man darüber, hat man einen traumhaften Blick auf Hafen und Ostsee. Durch den Bogen der Brücke wird der Blick in Form einer Spirale durchs Bild geleitet. Die Spitze des Mastes bildet den Endpunkt dieser Spirale. Dieser Punkt liegt an einer speziellen Stelle im Bild. Wenn man die Breite und die Höhe jeweils durch Hilfslinien drittelt, dann befindet sich die Mastspitze ungefähr auf einem der Kreuzungspunkte. Eine Faustregel sagt, dass man ein spannendes Bild erhält, wenn ein wichtiges Element auf einem dieser Kreuzungspunkte bzw. entlang der Linien liegt. Das hängt zusammen mit dem sogenannten goldenen Schnitt, mit dem schon in der Antike ästhetisch ansprechende Proportionen gebildet wurden. Wenn euch das interessiert, kann ich gerne dazu mal etwas schreiben. So, das war's für heute mit ein paar Beispielen zum Thema Bildaufbau.